Ich wollte gerade sagen, willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit dem Thorsten und habe das Game noch gar nicht gestartet. Okay, dann holen wir das mal eben nach und dann will ich euch kurz mal zeigen, was ich eigentlich in den Livestreams nicht gemacht habe. Tatsächlich nicht. Ich habe in den Livestreams einiges nicht gemacht, ganz bewusst nicht gemacht, weil ich das so ein bisschen erstmal vorab testen wollte mit euch. Also hier haben wir jetzt auch ein Bild. Und zwar gibt es ja doch tatsächlich so ein, zwei Truppen, die habe ich oder die nehme ich sehr, sehr selten. Muss man ganz klar dazu sagen. Und zwar sind das die Golems und es sind die Super Archer. Es sind die Super Archer hier. Also die Super Bogenschützinnen, die nehme ich wirklich sehr, sehr selten. Und ich habe auch extra keine zweite Truppe gemacht in den beiden Livestreams in den vergangenen, also jetzt am Dienstag und am Mittwoch, weil ich mir das halt so ein bisschen aufgespart habe. Manchmal ist es ein bisschen doof, wenn sich ein bisschen was überschneidet. Du willst ganz gerne was machen, möchtest aber noch nicht live zeigen, weil du es vorher erstmal ausprobieren willst. Wir wollen es erstmal ausprobieren, also brauchen wir natürlich die Super Archer nicht auf den Level. Wir haben die auf Max, aber wir müssen sie natürlich hier ausbilden und wir brauchen den Golem. Aber na, ich will nicht sagen zwingend auf Max, aber wir brauchen ihn zumindest ein Level höher als 10. Das machen wir auch. Und zwar mit dem Hammer. Den hatte ich mir extra dafür reserviert. Also haben wir jetzt auch den Golem auf Max Level. Und hier wollte ich jetzt schon ein bisschen nachtrainieren. Ich habe natürlich jetzt keine Supermauerbrecher. Habe einen Sprung dabei. 3 Wut. Insgesamt eigentlich 4 Wut. Ich muss mal sehen. Vielleicht müssen wir 2 Sprung nehmen. Das sehen wir dann so im ersten Wurf. Aber wir müssen natürlich nachtrainieren. Ich würde sagen, wir nehmen 2 Golems mit und wir nehmen 1, 2, 3. Wie viel kriegen wir denn eigentlich hier noch rein? 10 Stück, okay. 10 Stück, da haben wir noch 6 Platz. Dann nehmen wir noch Magier und ich hatte doch gesagt 6 Platz. Ah ne, 7 Platz haben wir. 6 Platz, passt. Mit 6 Platz. Okay, die lasse ich jetzt erstmal ganz, ganz in Ruhe bauen. Baue aber schon mal nach, sodass wir 10 Stück davon. Vielleicht ist auch ein bisschen viel 10 Stück, aber ich habe die bisher halt eher sehr wenig, sehr, sehr super wenig benutzt, muss man sagen. Und mit 5, ja, da machen wir eigentlich einen lupenreinen Wardenwalk. Was habe ich denn hier noch? Achso, 5 Mauerbrecher. Ja, vielleicht ist ein bisschen wenig. Denn wenn man jetzt so 1, 2 Mauerbrecher rechnet, super Mauerbrecher, und bricht das einmal runter, dann brauchen wir vielleicht ein bisschen mehr. Das wissen wir noch nicht, aber hier brauchen wir 2 davon, 1, 2 nochmal davon. Dann trainen wir das Ganze auch kurz mal. Also ich use einmal die Pulle hier, lasse erstmal beide Armeen nachbauen. Ich habe jetzt schon Clanbuch, mache jetzt also einen größeren Cut, den bekommt ihr natürlich nicht mit. Und dann gucken wir mal, dass wir hier unsere Angriffe machen, beziehungsweise ja, dieses Format hier einfach mal testen. Wie gesagt, ich habe die Super Archer, also die Super Bogenschützin und den Golem. Das sind wirklich 2 Truppen, die nutze ich sehr, sehr selten im Rathaus 10 Bereich. Warum, sage ich euch dann, wenn es soweit ist. Und aber ich würde sagen, wir gehen erstmal kurz in den Cut. Und wenn beide Sachen hier komplett durchgebaut sind, dann haben wir auch so ein bisschen Boost und haben recht nackige 2 Angriffe hintereinander. Wollen wir mal sehen, ob wir das Ganze nicht dann auch im Clankrieg vielleicht mal verwenden können. Also bis gleich. Jo Freunde, wir sind wieder am Start. Ich habe die Armee jetzt fertig. Ob die jetzt so gut ist oder nicht gut ist. Also kopiert ist sie glaube ich nicht, sondern ich habe mich eher, ja wie soll man sagen, inspirieren lassen, das Ganze mal zu machen. Also nicht nur von Itzu, sondern auch von Goran. Der hat die ganze Sache auch die Tage genutzt. Fand ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Allerdings ist das auch nicht so wirklich meine Armee, muss ich ganz klar dazu sagen. Aber gehen wir mal rein. Vielleicht funktioniert es ja. Öfter mal was Neues und so ein bisschen weg vom Hybrid oder vom Bowler-Geschubse. Einfach mal was Neues. Es kann sein, ich habe eben schon überlegt, vielleicht sollten wir 2 Unsichtbarkeitszauber mitnehmen, denn so ein bisschen anfällig sind die natürlich und wir müssen sie ja irgendwie Richtung Rathaus bekommen oder das Rathaus irgendwie darum bekommen. Das Ganze machen wir, mal sehen, über einen Wardenwalk. Wir brauchen ein bisschen Dunkles. Ich muss die Pets weiter leveln. Ich habe nämlich ein Pet im Moment in Ausbildung, das ist Oily. Wir haben, glaube ich, gestern oder vorgestern im Stream das Jack fertiggestellt auf 10. Das tabert immer ein bisschen mit dem King mit und sind jetzt dabei Oily so ein bisschen weiter zu leveln und mal sehen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was nehmen wir denn eigentlich hier
für eine Karre oder keine Karre. Vielleicht nehme ich auch lieber einen Schubser mit, also Mauervernichter. Müssen wir mal sehen. Erstmal muss ich einen Gegner finden, das ist viel, viel wichtiger, der auch ein bisschen was für uns hat. Ja, dunkles wäre jetzt nett, aber Gold und Silber hätte ich gern, ist natürlich auch nett. 65.000 Elex hatte der nur. Ist mir auch manchmal ein Rätsel, warum einige Bases so unheimlich wenig Loot haben. Entweder haben die gerade eine Sekunde vor mir abgeräumt oder aber ja, ich komme halt zum verkehrten Zeitpunkt. Mache jetzt aber mal einen kleinen Schnitt und suche einfach weiter für euch. Und wenn ich dann einen netten Gegner gefunden habe, dann lasse ich es euch einfach wissen. Manchmal ist auch ganz gut, dass wenn man so ein bisschen was rausschneidet, denn ich habe jetzt echt lange gesucht, wollte aber eigentlich gar nicht so viel länger suchen. Ich habe mir jetzt auch noch mehr Gedanken eigentlich um die Armee gemacht. Liegt einfach daran, dass ich jetzt auch noch mal gesehen habe, was uns unter Umständen noch fehlen könnte. Aber das gucken wir mal, wie das funktionieren könnte. Und das ist natürlich Multi-Inferno dort. Da brauche ich meine Mauerbrecher nicht so unbedingt werfen. Aber wir könnten natürlich schön mit der Karre hier fahren. Mal sehen, wir können den auch mal ein bisschen in Wut bringen hier, dass der ein bisschen PS macht. Und wir nehmen hier ruhig mal unsere Mauerbrecher. Das ist jetzt nicht ganz so tragisch. Wir nehmen hier mal die Golems. Wir nehmen hier den Mauervernichter mit rein. King hier mit rein. Die dürfen natürlich jetzt nicht ganz so nach außen dringen hier. Meine kleinen, aber feinen Bogenschützen. Und dann geht das hier durch. Gucken wir mal. Wir nehmen die mal sofort mit in Wut. Dass sie jetzt mit in die Wut mit reinlaufen. Oh, wir müssen hier kurz unsere Ballons mit reinnehmen. Hier könnten die springen. Ich habe jetzt nämlich gerade nicht wirklich im Griff, wo... Ah, der Single. Nein. Nicht der Single. Alles könnt ihr ja machen, aber bitte nicht den Single. Beziehungsweise nicht meine Queen, so muss ich so sagen. Oh, ich habe auf jeden Fall noch welche am Start hier. Den King einmal gezündet, dass der hier unten mal ein bisschen mehr für Trouble sorgt. Und das sieht noch ganz gut aus. Mal gucken. Rathaus kriegen wir in jedem Fall. Die sind ja jetzt auch nicht so vom Gift betroffen. Denn die haben ja eine etwas längere Reichweite. Aber sie haben halt auch nicht so viele Trefferpunkte. Hier sind noch welche, die müssen noch eine Mauer machen. Okay. Aber so schlecht war das gar nicht so für den ersten Wurf, ne? So schlecht war das gar nicht. Gift natürlich mal wieder nicht genommen. Irgendwo vergessen bei irgendeinem Helden. Und ich muss mal gleich gucken, wie viele Trefferpunkte die eigentlich effektiv haben. Aber so schlecht war es gar nicht mal. Also dafür, dass wirklich mein allererster Angriff mal mit so einer Truppenkombination ist. Ja, man könnte jetzt noch vielleicht eine Bogenschützin weniger nehmen. Dafür nimmt man dann vielleicht... ein Headhunter mit, falls denn doch die Helden dem Wardenwalk etwas zu nahe kommen. Ja, aber ich meine, sie sind immer noch am Start hier. Auch die Bogenschützen hier. Und der Warden mit Heilung. Ja, echt nicht übel. Okay. Der holt vielleicht noch das dunkle Lager. Das wäre jetzt nämlich dann wahrscheinlich alles, was der am dunklen Zeug hat. Ja, passte ganz gut. Das war jetzt kein Millionenlot oder so. Aber... ich habe jetzt echt lange gesucht und der hatte jetzt so, ich will mal sagen, so ein gemischtes, zwischen Gold, Elex und Dunklen. Na komm, ein Schuss noch, jawohl, auf Null, perfekt. Und gar nicht mal so schlecht. Vielleicht doch noch einen Headhunter mit rein oder so. Oder wir belassen die Armee so. Vielleicht könnt ihr das in die Kommentare mal reinschreiben. Ich muss mal gerade gucken, wie viele Trefferpunkte die denn haben. Also erstmal 12 Housing Space, dann können wir einen weglassen, denke ich mal. Wir nehmen mal einen raus, nehmen mal zwei Headhunter dafür mit rein, das müsste dann eigentlich passen. Und hier einen raus, Headhunter rein, zwei Headhunter hier, dann haben wir wieder 600. Aber ich glaube, so mit den Zaubern könnte das passen. Und auch mit einer, jetzt habe ich natürlich hier kein Mauervernichter und auch kein Kampfholz. Also nehmen wir den Mauervernichter nochmal mit. Und hier auch. Kann man natürlich ein bisschen kombinieren, was man da nimmt. Aber mit den beiden Golems gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so übel.
Und dann schneide ich euch das kurz raus, beziehungsweise ich muss das gar nicht so hart schneiden. Nur ganz, ganz kurz cutten eben mal, mir wieder Truppen spenden lassen. Und dann sind wir bis zum zweiten Angriff gleich wieder da. Hurra, Freunde! Jo, es ist gerade was passiert, habe ich gar nicht. Ja, was heißt, habe ich gar nicht? Doch, habe ich natürlich im Blick gehabt. Wir haben den Pass fertig. Wir haben den Pass fertig. 12 Tage, 18 Stunden vor Season Ends. Das kann man ein bisschen eher haben. So 2, 3, 4 Tage. Ich habe halt nicht ganz so effektiv gespielt, aber wir haben, es kann nur besser werden mit dem Skin hier vom Golem. Echt krank. Und wir haben wieder ein Heldenbuch. Das ist noch viel besser. Das nehmen wir in jedem Fall, denn ich nehme die anderen Sachen auch eben mal. Ah ne, warte mal, Bilder mache ich erst mal etwas später. Power Potion, Book of Spells, Book of Building, ja, mal sehen. Das ein oder andere werde ich sicherlich nehmen. Bilder Potion habe ich im Moment zum Beispiel gar nicht. Und Rune of Elixir nehmen wir in jedem Fall auch mit für Mauern. Wir haben aber ein bisschen reingefarmt. Also die letzten beiden Streamtage waren gar nicht mal so schlecht, was vor allen Dingen das Farm angeht. Aber ich denke mal, mit dem Skin wird alles besser. Erstmal machen wir das aus, damit er nicht mehr gewechselt wird. Also das müsst ihr dann ausschalten. Und ja. Wo ist der Kollege? Ach, ist noch gar nicht da. Ey, wieso bist du nicht da? Ich habe den noch ausgewählt. King. Wo ist der? Wo ist das Skin? Habe ich doch ausgemacht oder nicht? Das Skin wechseln. Ach so, jetzt habe ich es ausgemacht. Okay. Nicht Don, sondern Select. Jetzt habe ich es ausgemacht. Alles klar. Da ist er. Wow, der ist mal echt groß. Der ist mal echt groß. Und perfekto. Passte mir jetzt ganz gut, dass der auch fertig wurde. Jetzt muss er wahrscheinlich wieder in die lange Suche rein. Oh, das ist heute echt leidig. Der Lootgott ist heute Mittag aber mal so gar nicht mit mir. Irgendwo ja, weiß ich nicht, vielleicht hätte ich vorher ins Lootbarometer reinschauen sollen, wann denn die gute Zeit ist zum Farmen und auch zum Aufnehmen und wann die vielleicht nicht ganz so gute Zeit ist, um das Ganze hier vor euch festzuhalten. Aber das Heldenbuch kam mir jetzt sehr, 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 sehr gelegen, denn dadurch schaffen wir Euli nochmal auf Level, warte mal, 4, 5, wenn nicht sogar auf 6. Ui, 800.000 von beiden mit dem Live-Click. Okay, den nehmen wir mit. Ich weiß natürlich nur nicht von welcher Seite. Da ist ein Held. Da ist ein Held. Da ist der Adler. Da ist das Single Inferno. Oder wir wollen ja das Dunkle haben. Ah, mal sehen, das müsste aber eigentlich funktionieren. Das müsste eigentlich funktionieren. Und dann gehen wir mal rein. Einmal hier. Ja, ach so, Euli ist ja, ja, ich meine, ich muss mir keine Gedanken um Euli machen. Euli ist halt im Moment nicht da. Muss mir halt nur Gedanken um den Warden machen. Okay. Dann nehmen wir schon mal einen Golem hier ganz außen. Wir nehmen hier hinten mal eine Bogenschützin mit rein und einen Magier. Nehmen hier jetzt unseren zweiten Golem. Wir nehmen da das. Zweimal den hier, weil der Warden gleich aufrückt. Oh. Jetzt müssen wir schon die Schnitten nehmen hier. King mit rein. Queen mit rein. Und den Royal Champion. Ah, den nehmen wir. Ah nein, ich. Royal Champion. Ach komm. Naja, okay, jetzt habe ich ihn verbaselt. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Jetzt habe ich ihn echt verbaselt. Und habe, glaube ich, auch meine Golems da heftigst sterben lassen. Dafür muss ich die jetzt so ein bisschen hier reinbringen. Und zwar hier hinten noch mal so ein bisschen gewootet, also auf beiden Fronten. Das Rathaus brauchen wir ja nicht unbedingt, aber es wäre natürlich schön, wenn wir ein bisschen Lot bekommen würden. Der war wirklich mau jetzt. Der war echt mau. Da haben wir nicht aufgepasst, Leute. Da haben wir nicht aufgepasst. Aber mal so gar nicht. Queen ist zwar noch da, aber die hat jetzt auch keine Begleitung mehr. Und was wir auf jeden Fall nicht mehr schaffen, wir kriegen nichts mehr vom dunklen Pott. Wir schaffen den King vielleicht noch gerade so. Aber im Moment schießt auch nur eine Kanone drauf, also geht noch. Schießt im Moment nur eine Kanone drauf, aber ich glaube, wir müssen unsere kleinen, aber feinen Bogenschützen so ein bisschen. Ah doch, wir haben noch.
lebt ja doch noch hier das Einhorn, dann könnte sich die Queen nochmal drehen und könnte doch eigentlich auf den dunklen Pott gehen. Ja, macht sie doch noch, okay. Uff, haben wir noch ein bisschen was geschafft. Alles klar, haben wir doch noch ein bisschen was geschafft. Und ja, so schlecht war es gar nicht, so schlecht war es gar nicht. Was meint ihr zu dieser Truppe? Ich werde sie nochmal nachbauen. Der King hat es jetzt nicht so wirklich gerissen. Mal sehen, wie viel haben wir da jetzt mit geholt? 77% 1 Stern, 86% 2 Sterne. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das Ganze für mich Casual-Spieler ausbaufähig ist oder ob ihr lieber sagt, Toto, lass mal back to the roots, machen wir lieber ein bisschen Bowler und ein bisschen Hybrid. Da holst du safer 2 Sterne mit. Also immer rein in die Kommentare und ja, dann hoffe ich einfach, dass euch gefallen hat. Ich mal eine Truppe genutzt oder zwei Truppen genutzt, die ich unheimlich wenig nutze. Wir sehen uns dann am Freitag womöglich wieder. Freitag, Samstag, Sonntag mal sehen, wie wir so live am Start sind. Hat mir ja doch wieder ganz gut gefallen. Und manchmal kommt die Lust auch erst während des Streams. Also Dienstag, Mittwoch war ja ganz in Ordnung. Und also zumindest für mich war es in Ordnung. Ich hoffe, für euch war es auch ganz entspannt. Und Denn manchmal kommt die Lust erst, wenn man Stream anmacht, wenn man vorher vielleicht auch nicht so motiviert war. War es aber trotzdem ganz gut. Also mir hat es sehr gut gefallen. Mal wieder zum Einstieg und ich hoffe, ihr geht dann in den Restdonnerstag ganz gut rein. Morgen haben wir endlich Wochenende. So ähnlich hieß der Spruch irgend. Hoch die Hände, Wochenende, so hieß es ja. Und aber da kommt noch eine Folge am Freitag und da seid mal drauf gespannt, mal wieder ein bisschen aus dem Low-Level-Bereich. Müssen wir mal gucken. Und aber hiervon verabschiede ich mich erstmal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen. Am Twitch-Kanal dranbleiben. Bis dahin, euer Toto. Lasht.